Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Valheim. Wir stehen wieder bei unseren Schwänchen. Wir werden hier wieder was umbauen, weil wir es so lieb haben, unsere Viecher. Und ihr seht, ich habe meinen Stall ein bisschen, geändert. Was haben wir heute vor? Wir bauen einen unendlich schweineproduzierendes Etwas. Und dadurch, dass wir unsere Base so hoch haben, kommen wir auch leicht hin zum Füttern. Das ist alles recht easy eigentlich. Ihr braucht dafür Kernholz. Hier, normales Holz haben wir da unten. Und Abstand, Platz und Schweinchen. Zwei, vier müsstet ihr schon tamed haben, damit es gleich, also zwei reichen. Wir bauen hier mal einen jetzt auf, den zweiten und schauen wir, ob es sich noch ausgeht. Das einzige Schwierige ist wirklich eine Rampe bauen, das Schwein da oben reinkriegen. Das andere ist dann recht easy. Fütterung geht über Rampe oder auch über, so wie ich hier, mit einer Erhöhung und hinwerfen. Das werden wir sich dann noch anschauen. Aber ich glaube, ich habe hier eine perfekte Lösung gefunden. Ich habe den Graben unten zugemacht. Ich werde den Graben hier rundum dann ziehen. Das mache ich aber auf Video, weil das ist jetzt nicht so interessant. Okay. Beginnen wir mit dem ersten. Wir reißen das ab. Das brauchen wir nicht mehr. Wir werden jetzt da runtergehen und wahrscheinlich sterben, so wie es ausschaut. Nee, werden wir nicht. Wir werden das Portal mitnehmen, damit das schneller geht. Wir bauen hier, es geht darum, wir tricksen die Mechanik vom Spiel aus. Habe ich gesehen, in einem YouTube-Video selbst schon dran gedacht, aber dann nicht probiert. Dann gesehen, dass es funktioniert. Danke an Firespark 87 oder wie der heißt, glaube ich, 83. Diesmal schaffe ich es auch einmal dran zu denken. Ich verlinke euch den unten in der Beschreibung. Und den zweiten Typen, wo ich das ähnliches Konzept gesehen habe, was auch gut funktioniert, verlinke ich euch natürlich auch. Diesmal werde ich es auch schaffen, dass ich mal dran denke. Hoffentlich. Größte Problem ja in solchen Sachen hier und bei mir, in meinem Leben allgemein, mein Hirn vergisst gern viel. Könnt auch dezenten, wie nennt sich denn das, wenn man es förmlich ausdrücken will, übertriebenem Alkoholkonsum in der Jugend und vielleicht auch jetzt noch. Schauen wir mal. Okay, da geht's los. Also, ihr müsst die 2 Meter Balken aufbauen. Müsst nicht. Das ist jetzt, wenn ihr 2 wollt. Das ist jetzt für 2. Den 2 Meter Holzbalken, ihr müsst 5 auseinander. Und da stellt ihr dann ein Kernholzstangerl hin. An die Kante. Ja, eigentlich hätte ich es gern im Boden drin stecken. Der snappt jetzt so blöd. So, jetzt snappt er nicht mehr. So, machen wir so. Hier. Stellen wir da mal mitten rein. Wo würden der snappen? Mittig. Gut, dann stellen wir es mitten rein. Dann snappt er nicht. So. Hier. Zack. Einmal. Ihr braucht es rundum 2 Meter in etwa. Das ist ein bisschen weniger hier. Das ist, geht sich. Ich wollte so breit haben wie mein Gebäude. Das geht sich hier ein bisschen kacke aus. Auf der einen Seite. Das heißt, ich werde das eventuell ein bisschen erweitern. Ja, genau, Schweinl. Haben wir schon einen Kandidaten, der dann da rein darf. Okay, machen wir mal die eine Seite, bevor wir da doppelt bauen. Also, dann müsst ihr das dreifach übereinander stapeln. Das Problem ist jetzt, ihr seht das so blöd drauf, ihr müsst jetzt eine kleine Rampe bauen. Aber dadurch, damit ich jetzt wirklich das hier mache, mit dem Portal, habe ich es natürlich jetzt leichter. Das ist das Transportportal. Habe ich es jetzt leichter, weil theoretisch kann ich es leicht rauf runter und von oben bauen. Ich muss sagen, so eine Steinerhöhung daneben erleichtert die Sache jetzt doch etwas. Weil ich jetzt nicht so oft Gerüste bauen muss. Ich hoffe, ich komme da ran von hier. Oh Mist, jetzt komme ich da nicht ran. Scheiße, erleichtert es doch nicht. Oh ja, erleichtert es. Ich müsste nämlich eigentlich nur da irgendwo eine Plattform reinbauen, schnell. So. Schaut halt, dass euch nicht, wie ich, das öfteren umbringt. Das schaffe ich nämlich recht gut. Bin ich richtig ein Weltmeister darin, mich selbst in den Tod zu stürzen. Meine Skills danken es mir. Aber das heißt, muss man sagen, die Skills, da steht immer oben kein Fertigkeitenabzug. Aber ich denke, das ist, weil ich... Ich muss mal lesen, was da dabei steht. Keine Ahnung. Entweder kriege ich keinen, während ich gerade gestorben bin, dann, wenn ich nochmal sterbe, direkt keinen. Ja, so glaube ich sie. Ja, das ist schon gut. So. Ihr braucht das mal so. Dann werden wir. Müssen wir. Ich mache das jetzt, weil ich es kann. Hier. Normalerweise braucht sie dafür dann eine kleine Rampe. So.
Dann müsst ihr hier oben den Meterbalken nehmen. Einmal hier, einmal hier. Dann einmal nach oben an den Ecken. So, zack. Und dann könnt ihr eigentlich schon die Wände hier im Kreis bauen. Oh nein. Ihr müsst zuerst noch einen kleinen hier und einen kleinen hier machen. Ich falle das sicher runter gleich. So. Dann snappt nämlich dieses Teil hier drauf. Jetzt bin ich hier auch oben auch schon zu niedrig. So, dann snappt das nämlich hier, dass wir schön die Mitte erwischen. So, zack. Und dann könnt ihr es eigentlich wieder abreißen, weil wurscht. So. Und mal, dass ich hoffe, dass ich da reinsehe. Ach Gott. So. Steht. Tut. Hält nicht viel. Macht aber nichts. Muss es auch nicht. Also. Ihr werdet nämlich hier dann die Schweine reinwerfen, die theoretisch nicht runterfallen können und dann da oben feststecken, und dann müsst ihr sie dort eigentlich nur füttern und dann hat sich das Problem eigentlich soweit schon erledigt. So, okay, wenn wir das jetzt mal machen. Okay, kleine Hilfsbrücke dazu baut. So, also unser Ding ist fertig soweit. Ihr müsst hier dann noch zumachen, aber das machen wir dann später. So, ihr seht, wenn ich da reinhüpfe, ich kann hier nicht durchfallen, das Schweindel dann auch nicht. Und das ist der Sinn von dem Ganzen, dass sie da nicht weg können. So, ich habe jetzt hier, wie gesagt, wenn es daneben was hochzieht, ist hilfreich. Ich habe mir hier jetzt einen Vorsprung mal gebaut, da muss es leider eine Schräge bis runter. Das Problem an der Sache ist, dass die immer gern zusammenstürzt. Das heißt, das wird jetzt ein bisschen eine Brauerei werden. Das ist auch das Schwierigste, inklusive dem Schwein raufbringen, und dann sind wir schon fertig mit dem. Schauen wir mal. So, wir müssen jetzt nämlich irgendwie darauf das stabilisieren bis nach unten. Und da sind wir jetzt schon bei der doch etwas schwierigeren Angelegenheit. Kommen nämlich da, glaube ich, auch nicht bis rauf hin. Schauen wir mal. Sieht das jetzt aus vom Bauen her? Ja, an der Ecke snappt es noch. Haha! Das müsste aber schnell sein, weil das bricht zusammen. Na, verdammt. Zu langsam. Oder ihr setzt es einfach unten dann hin. In dem Fall jetzt. Ich probiere es jetzt nochmal, ob es geht, und dann. Wenn nicht, lasse ich es. Nein. Nee, das haut so nicht gut hin. Also. Prinzipiell reicht es, wenn ihr einfach mal hier was herbaut, so ein Stückchen vor. Ihr könnt euch theoretisch mit so einem Teil hier einen ungefähren Punkt, wir sind ziemlich mittig, hier oben ein, zwei Stückchen weiter vorne noch. So, das heißt, wir werden das einmal noch mal hier an herstellen. So, schauen wir mal, ob sich der ausgeht. So. Ja, aber so funktioniert's. Und jetzt baut sie, müsst ihr das eigentlich nach unten bauen, bis ihr eine Rampe habt, wo sie dann mit einem Schweinchen raufschieben könnt. Das Problem an der Sache ist eben, wie gesagt, dass das Schweindel ziemlich lästig ist beim nach oben verfrachten, weil es überall hin will, nur nicht da, wo wir wollen. Nehmt ein 26 Grad Dach nebenbei, die anderen sind zu steil für die Schweinchen. So, da haben wir nochmal so eine Stabilisierung hin. Tschuck. Sollte jetzt ja... Nee, bricht weg. Ah, das wird knapp. Oder ich baue eine Ecke ein. Ich habe gestern eine Ecke eingebaut. Das war im Endeffekt dann ein bisschen lästig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das war sehr lästig sogar. Aber es bleibt mir, wie man sieht, nicht erspart. So. Guter Tipp. Lass dem Schweinchen ein bisschen seinem eigenen Willen. Wenn sie dem Schweinchen nämlich zu viel zumutet, dann wird es euch was scheißen.
Jetzt braucht es was, das nicht runterfallen könnt. Ich baue gern mit denen da. Das macht jeder anders. Ich nehme die deswegen. Im Vergleich zu die zu den normalen Teile snappt es an die Bretter. Die normalen Zäune hier, die snappen nicht wirklich. Und das snappt besser. Und dann bauen wir hier einfach nur eigentlich eine Absturzsicherung rein. Schaut jetzt sogar relativ gut aus, obwohl es mir eigentlich nur nützlich sein soll. Schaut aber sogar wirklich hübsch aus. So. Dann müsst ihr das zumachen da. Vorerst mal hier aufmachen. Ich hoffe, das hält jetzt alles. Ich habe schon fast jetzt Angst gekriegt. Aber nur fast. Wir sind Wikinger, wir haben keine Angst. Zumindest nicht allzu oft. Nur manchmal. So, das wird jetzt hier, wie gesagt, eine Führung. Okay. Na. So. Das war's eigentlich schon. Jetzt schiebt ihr ein Schwein da rein, füttert es und die Babys fallen runter. Und dank der Höhe, den Abstand, den wir haben zu dem Ganzen, produzieren die immer weiter Babys, immer weiter, weiter, weiter. Und dann habt ihr, spätestens wenn ihr dann ein, zwei Sterne-Schweine habt, ich habe keine, ich habe auch noch keine gefunden. Manche YouTuber reden davon, ich halte es langsam schon für ein Gerücht, weil irgendwie, ich weiß nicht, ich finde keine. Wenn wer weiß, wo ich die herkriege, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wenn einer von euch jetzt noch vielleicht... Das habe ich gemeint mit Lass dem Schwein in den Willen. Sondern wenn es nicht will, dann ist das Ganze sowieso für den Hugo. Ja, 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 komm, komm, komm. Und marschier mal, komm. Könntest du es ein bisschen mitnehmen? Wenn es ein bisschen in der Richtung rüber geht's, geht's. Aber nur wenig könntest du es wirklich gut schieben. Ihr müsst da wirklich auf das Schweinchen eingehen ein bisschen. Bisschen kann man es mit der Maus rüber bewegen. Es ist aber nur wenig. Müsste es halt irgendwie um die Ecke bringen. Ja, und ja! Wehe, du fallst da runter. Du bist letztes auch nicht runtergefallen. Ich traue mich jetzt nicht sprinten. Ich weiß nicht, ob das Ding dann irgendwas macht. So, da oben schmeißt es rein und dann springt es drauf rum, wenn es zwei habt, so stopft es die da rein. Das müsste, hört sich jetzt blöd an, aber das müsst ihr machen, weil die sollen ja halbwegs nebeneinander da drin stehen. So, jetzt verfragt man dich mal da rein. Und tschups. Schweinchen drin, hängt zwar ein bisschen blöd da, macht aber nichts, fällt theoretisch ja nicht runter. Nochmal. Wenn es mal umhängen, hat man schon gewonnen. So, jetzt holen wir das zweite noch. Puh, hat ein bisschen gedauert, aber zweites Schweinchen ist auch drin und somit war es das eigentlich schon. So, ja, jetzt habe ich den auch da reingestopft. Passt. Das war es jetzt eigentlich sogar schon mit unserer kompletten Konstruktion. Wir machen jetzt hier zu. Was wir jetzt nicht können, weil das blöde Schweinchen da wieder im Weg oder das Ding im Weg ist. Scheiße, jetzt steckt das Schwein da drin. Moment kurz. So, Problem gelöst. Einfach hier dann, ich habe ein Schwein runterfallen lassen. Und wieder Zahn vor. Das kommt drauf an, entweder macht es zwei, dreimal, bis es passt. Hat bei mir noch nie so packt wie jetzt, aber das Schwein ist blöd gestanden. Und dann einfach, könnt ihr es noch füttern, dann dreht es weg. Und dann einfach hier das letzte eine 45 Grad Schräge machen und dann mit Sprint das Schwein drüber, weil normal kommen es da nicht drauf. So, das war's mit unserem Ding. Jetzt reißen wir da noch ab. Zack. Zack, nur nicht das Falsche. Schauen wir mal. Ja, genau, alles hier, alles gut. So, dann werden wir das jetzt mal... Kann ich darüber? Nein, da sterbe ich wieder. Gut, dann zeige ich euch jetzt, wie das weiter funktioniert. Aber das war es insofern, das ist unser Schweindl-Produzierer. Von oben zeige ich es euch jetzt. Das ist wirklich cool mit der Steinwand daneben.
Ihr braucht auch eine Fütterungsplattform. Am besten füttert ihr die in, ich habe mal Karotten mit, in Richtung des Balkens, wo sie draufstehen. Weil ihr dürft das Essen nicht runterwerfen, sagen wir so. Weil sonst, klarerweise, das muss bei denen oben sein. So, das heißt, wir müssen, wir werden, das ist auch abreißen da. Mal schauen, ob hier alles passt mit den Schweinchen, die sollten ja da oben festhängen. Ja, genau. So, dann würde ich sagen, macht es so. Macht sich hier eine Plattform ran. Ja. Ich kann es jetzt so. So, dass ihr halt raufkommt, sagen wir so. Ihr müsst halt auf die Platte. Das könnt ihr aber mit einer Rampe auch ganz anders konstruieren. Ich mache das jetzt halt so, weil ich da eben meine Steinbauten alles eh daneben habe. Die Frage ist halt, ob das jetzt hält. Das wird nämlich jetzt nicht halten. Was, manchmal hat man echt ein Glück im Leben. So. Dann stellt ihr hier eine Wand her. Zack. Und gratuliere. Fertig ist das Ganze. Ich würde auch empfehlen, nachher ein Dach dran zu machen. Einfach nur, um zu verhindern, dass das ganze Holz da immer nass wird. So in etwa. Könnt ihr auch noch breiter machen. So, jetzt stellt ihr euch eigentlich immer nur, braucht ein bisschen Platz zum Gehen. Wenn ihr nur eine Plattform habt und ihr steht jetzt so schief, so, und ihr kommt nicht gerade hin, das werfen, dann dreht euch ungefähr gerade, schaltet Bauen ein, beziehungsweise das Inventar, geht rückwärts, weil dann dreht sich der Charakter nicht ganz und dann richtet er sich schön gerade. Dann richtet er sich schneller gerade, so. So. Und mit einem Stack bekommt sie 20 Schweine aufwärts. Also ihr braucht es da auch nicht ständig das machen, keine Sorge. So. Dann werden wir mal schauen. Was haben wir mit? Testen wir es mal sicherheitshalber. Was die, man redet viel und dann ist doch Blödsinn mit einem Teil. Und sie liegt da. Man sieht's. Hat funktioniert und sie breeden. Tut schon. So, dann gehe ich jetzt wieder hin. Zack. Ich würde beim ersten Mal dann immer eines werfen, damit es nicht zu viel. Ich meine, es fällt auch nur runter, es ist jetzt nichts Tragisches, was da passiert im Endeffekt. So. Ja, liegt da. Ganzen Stack raus. Und hoffen, dass es nicht runterfällt. Sollte es doch runterfallen, passiert jetzt nichts Tragisches, wie gesagt. Und sie breeden. Ich würde jetzt nicht interessieren, ist das jetzt da? Und jetzt die einzelne gefressen? Ist das jetzt da die Rübe da? 18 Rüben. Ja, passt. Sind die Rüben alle da? Und gehen wir da hin? Ja, ich könnte auch Essen vertragen. Ich habe aber keines mehr mit. Hierher nochmal. So, schmeißen die Karotten auch gleich dazu. Die sind jetzt abgestürzt. Im Notfall haut sie einen Stack rein, wenn sich die Stacks ein bisschen gegenseitig wegschieben. Aber das war's. Insofern funktioniert das Ganze so. Wir gehen jetzt schlafen. Schauen denen noch einmal zu, wie die Schweinchen hier gemütlich sind. Und auf Video baue ich dann einen zweiten daneben hin. Und dann geht's ans Schweinefarmen. Wie blöd. Die haben das schon gefressen wieder, die Säcke. Schauen wir mal, da sehen wir jetzt nichts, weil es Nacht ist. Schweinchen geboren. Das ist aber eine echt gute Methode, wenn sie da, ihr könnt sie da 4 aufstellen. Du brauchst immer nur 5, so 2 Meter Balken, also 10 Meter in-game Abstand zueinander haben. Dann könnt ihr da wie deppert produzieren. Wirklich. Könnt ihr auch da fürs Reinwerfen noch eine andere Methode ein bisschen entwickeln, wenn euch da zum Beispiel so dagegen laufen. So. Schauen wir mal, ob es jetzt klappt. Das sollte eigentlich. Ja, alles da. Wenn sie da volle Stacks reinhaut, passiert da lange, lange nichts. So, jetzt gehen wir noch schlafen geschwind. Dann zeige ich euch noch, wie das von unten ausschaut, wenn da die Schweinchen geflogen kommen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbauen und dass ihr auch solche, so richtig, richtig geile große Schweinefarmen produziert. Vor allem unten der Stallgröße spielt dann keine Rolle, weil die reinfallen, die unten breeden dann irgendwann nicht mehr. Aber das ist wurscht, das wollen wir ja nicht. Und oben breeden die immer weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Und ja. Und fertig.
Schauen wir sich das mal von unten an. Es kommt sicher wieder Schlechtwetter. Es kommt immer Schlechtwetter, wenn ich irgendwas herzeigen will. Immer. Das ist wie das Amen im Gebet. Hoppla! Falsches Portal. Sorry, waren meine Bäume. Ich sollte mal woanders hinstellen. Aber nein, ich habe mich schon so gewöhnt daran, dass die da im Vorgarten stehen. Okay. 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 That's it. Das war's. Reißen wir da gleich ab. Das auch. Schauen wir mal. Die brühen jetzt hier da oben. Es war so klar, dass da jetzt wieder Schlechtwetter kommt. Das war so klar. Es ist immer das Gleiche, wenn ich da was mache. Wir sehen es ja von hier oben eigentlich auch gut. Stellt halt nicht direkt eine Fackel daneben hin. So, dann werden wir sich das mal ersetzen. So, und schauen uns das mal an. Ein bisschen darüber. Sieht man besser hin. So. So, dann wird hier jetzt in Kürze ein Schweinchen droppen. Die droppen seit neun. Ne, aber die Methode ist cool. Ihr könnt die Rampe da wieder wegreißen. Ihr habt dann nur so wie kleine Vogelhäuschen eigentlich hier, die Schweinchen oben drin stehen. Mit zwei, drei Sterne. Zwei Sterne Schweinchen natürlich noch besser. Ich werde schauen, ob ich welche finde. Vielleicht heute Abend. Mal schauen. Ah, ne, heute Abend geht's mal ans Essen farmen allgemein. Los, macht's was. Ihr Deppen. Gut, jetzt haben sie sich mal wieder lieb gehabt. Das heißt, das Breeden funktioniert. Es dauert halt leider immer eine Weile, es ist aber nicht allzu lang. Ich müsste dann da unten landen. Kriegen eigentlich diese Kernholz auch Damage vom Regen? Muss ich mal nachschauen dann. Glaube ich aber nicht. Los! Und Schweinchen, habt ihr es gesehen? Bis der nach unten gezogen ist. Jetzt steht's da. Ferkel. Ist das cool? Na, ist das cool oder ist das cool? Das ist cool, oder? Ja, ja. Das ist auch cool. Gut, dann war's das mit dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Trotz Schlechtwetter hoffe ich, dass das Ganze irgendwie so rüberkommen ist, wie es sein sollte. Und ja, das funktioniert gut. Da werden wir die Rampe dann einreißen. Das machen wir dann später. Und auch wieder ein zweites hinbauen. Dann muss ich noch rundum meine Löcher ziehen. Also den Graben machen rundum. Da habe ich jetzt eh noch einiges. Du Scheißportal, jetzt stelle ich dich wirklich gleich woanders hin. Am besten irgendwo in einen Sumpf. Ja, ist auch cool, oder? Funktioniert. Da wachsen die paar Bäume noch. Die fehlen noch. So. Ja, schaut gut aus. Okay, Leute. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr baut das nach. Ich hoffe, ihr baut was Urleibendes draus, ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn euch solche Guides gefallen, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr mehr sehen wollt, eine Frage zu was habt, in die Kommentare damit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin euer Wicked. Und ich bleib's auch. Bis dann und ciao.